Die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ist nicht nur eine große Gartenausstellung, sondern tatsächlich auch ein Sommerfest, was stadtweit hier abgehalten wird. Wir haben über 5000 Veranstaltungen, 2,1 Millionen Besucherinnen und Besucher, die wir erwarten. Also die Leute kommen nicht nur aus Mannheim, sondern aus der ganzen Nation hierher. Die Nachhaltigkeitsthematik bei der Bundesgartenschau hat mehrere Dimensionen. Das fängt bei dem Abfallwirtschafts- oder Abfalltrennkonzept an, ja, oder bei der Müllvermeidung im Großen und Ganzen. Aber das hört auf bei grüner Mobilität hier auf dem Gelände. Das heißt, ich kann den Füllstand mir anzeigen lassen. Das heißt, ich kann ganz gezielt die Strecke oder die Route aussuchen, um zu sagen, der muss geleert werden. Das heißt, ich spare auch unheimlich an Transportwege ein, an Transportkosten. Wenn man das jetzt quasi auch auf eine Stadt projizieren würde, könnte man natürlich auch unheimlich viel CO2 dadurch einsparen. Hier haben wir recht kurze Wege, aber für die ganze Stadt gedacht, ist es schon noch mal ein größeres Thema. Ja, wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Mr. Phil. Wir müssen wirklich zugeben, dass es ausgezeichnet läuft. Also nicht nur mit unseren Dienstleistern, die die Leerung vorzunehmen haben, sondern sie sind auch einfach unheimlich zuverlässig. Ja? Also wir haben das Solarpanel oben mit da drauf. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch die Technik immer weiterläuft. Wir sind hier in einer sehr sonnenreichen Gegend, dementsprechend läuft das ganz wunderbar. Was ich wirklich schön finde zu sehen, ist, dass die Behälter gerade bei den jüngeren Menschen gut ankommen. Aber auch für die älteren Leute ist es wirklich ein Heidenspaß. Ja, er spricht ja mit einem, sagt Dankeschön oder wir halten die Stadt gemeinsam sauber. Das hinterlässt tatsächlich noch mal so ein bisschen mehr einen Push und gibt dem Ganzen einfach noch mal eine andere Stichhaltigkeit. Nicht nur durch die Füllstandsanzeigen, sondern schlussendlich auch durch die einfache Leerung. Auch das ist ganz easy, da musste man auch irgendwie nicht großartig schulen oder Einweisungen machen. Das läuft wirklich wunderbar. Und da ist die Resonanz auch sehr gut. Also wir bekommen durchaus positives Feedback auch von unseren Dienstleistungsfirmen.